Und ein herzliches Willkommen zurück, ein heißes Wiedersehen. Wir sind hier direkt da davor, mit gegen den großen Vogel zu kämpfen. Ja, hier bei The Legend of Zelda, The Windwalker. Wir fangen einfach an. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Auf jeden Fall müssen wir hoch. Wenn man sich rollt, ist man schneller. Alter, mit der Hammer draufhauen. Ich lasse mich gerade mal kurz weg. Das sieht schwer nach einer kleinen Arena aus. Er verliert Feder. Wo ist er hin? Da. Haut drauf wie nix. Hat er mich getroffen? Nee, eigentlich nicht. Hau zu! Was sollte der Mist? Muss ich jetzt irgendwas Besonderes machen? Nö, nee, immer noch dasselbe. Aua! Sein Schutz ist auf jeden Fall fort. Haha! So einfach geht das. Es wird sogar direkt angestrahlt, der Kuh. Der Vogel. Yeah, noch ein Herz mehr. Hm.
Wieder voll und ein Herz mehr, sehr schön. Ich lasse mich gerade mal kurz weg, als, also meine Kamera. Denn hier geht es ja direkt weiter. Ich habe ja noch mit jemandem eine Rechnung zu begleichen. Hello, Big Boss. Let me in! Ich kann sogar rein. Es ist lange her, Junge. Dass du es bis in das Innere meiner Festung geschafft hast, nötigt mir durchaus Respekt an. Oder ab. Jedenfalls ist dein Mut beachtlich, oder sollte ich vielmehr sagen, deine Torheit? Gestatte mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Ganondorf. Ich bin der Burgherr dieser sogenannten verwunschenen Bastion. Lass mich dir eine Frage stellen, Junge. Als du dieses Schwert aus dem Stein gezogen hast, haben sich da nicht alte Kreaturen, die vorher gänzlich erstarrt waren, wieder angefangen zu bewegen? Bist du in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen und verstehst du, was das zu bedeuten hat? Diesem Schwert wohnt die Stärke inne, das Böse vor Antlitz der Welt zu verbannen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass es im Kampf dämonische Gegner bezwingt. Nein, dies ist vielmehr sogar noch ganz und gar wörtlich zu verstehen. Es ist das Bannsiegel, mit dem wir Dämonen gebannt und eingesperrt werden können. Und du, mein Junge, hast eben jenes Bannsiegel gebrochen und so wieder die Freiheit geschenkt. Mit diesem Schwert, dem das Licht fehlt, das Böse zu verbannen, kannst du mich niemals bezwingen. Ich schicke dich ins Jenseits, damit du es dem Schmied dieses Schwertes ausrichten kannst. Der Trumpf sticht nicht mehr. Von höher, schnell! Hey, lass mich los! Du kleine schmutzige Ratte! Hm? Mein Triforce der Kraft reagiert auf sie! Habe ich dich tatsächlich gefunden, Prinzessin Zelda? Wer ist bitte Zelda? Wovon redest du denn da? Gib dir gar nicht erst die Mühe, dich dumm zu stellen. Wenn du nicht Zelda bist, warum sollte mein Triforce dann? Hallo! Hat jemand Heizungsprobleme? Dass der überhaupt fliegen kann mit seinem Körper. Keine Sorge von Lyra, sie ist nur bewusstlos. Und deiner Schwester geht es auch gut. Sie kommt zusammen mit den Piraten heil von dieser Insel fliehen. Großer Walu, ihr habt sie vor dem sicheren Tod bewahrt. Ich spreche euch meinen tiefsten Dank aus. Okay, kann ich nicht lesen. Dessen bin ich mir bewusst. Unsere oberste Sorge muss es jetzt aber sein, diese beiden so weit wie möglich von Ganon wegzubringen.
Von Nöhe. Die Details bereden wir später. Jetzt müssen wir erstmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. Aua. Von Nöhe, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier eigentlich? Moment, was ist aus diesem Kerl namens Ganondorf geworden? Von Nöhe, warum zögerst du? Komm schnell in den Raum, in dem du das Masterschwert gefunden hast. Da ist es jemand möglich, meinen Stein zu benutzen. Sag mir, wer bist du? Dieser Stein ist nur für von Löher und mich, damit wir in Kontakt treten können. Niemand hat dir erlaubt, ihn einfach so zu benutzen. Dein Name war Tetra, nicht wahr? Komm zusammen mit von Löher zu mir. Gute Idee, dann kann ich gleich mal ein Ernstwörtchen mit dir wechseln. Mach dich schon mal auf was gefasst. Von Löher, du verschwendest unsere Zeit. Bring mich sofort zu dem Raum, wo sich dieser Kerl aufhält. Na, dann komm mal mit, Tetra. Das Geheimding ist noch offen. Da hüpft die da einfach runter. Du warst das also. Du hast es gewagt, meinen Stein ohne Erlaubnis zu benutzen. Diesen Stein habe ich aus Gossipstein schleifen lassen, der seit jeher innerhalb der Königsfamilie von Hyrule vererbt wurde. Du hast ihn machen lassen? Aus Gossipstein der Königsfamilie von Hyrule? Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Ihr habt sie doch bestimmt schon einmal gehört, oder? Die Legende vom Helden, in welcher vom Königreich die Rede ist, in dem die Kräfte der Götter ruhen. Und genau jenes Königreich, das ist jener Ort, an dem ihr euch jetzt gerade befindet. Das hier ist Hyrule. Und ich bin der König dieses Landes. Daphnos Johansen von Hyrule. Oder Johansen und wie auch immer. Von Nöhe. Kommt dir meine Stimme denn nicht bekannt vor? Ja, ich war es, der dich hierher, was doch hierher geführt hat, der Rote Leuenkönig. Wärest du mit Hilfe des Masterschwertes in der Lage gewesen, Ganon zu bezwingen, hätte ich mich dir nicht offenbaren müssen. Aber nun? Doch wie dem auch sei, ihr beiden müsst mir erstmal gut zuhören. Vor langer Zeit hat der gierige Ganon, der sich nach den Kräften der Götter verzehrte, dieses Land Hyrule in ein Reich der Finsternis verwandelt. Meine Kraft reichte nicht aus, ihm Einhalt zu gebieten, und so konnte ich nur beten und dieses Land seinem Schicksal überlassen. Die Götter erhörten meine Flehen und schickten eine Sintflut, die Ganon mitsamt Hyrule auf den Grund des Meeres verbannt. Doch verbannt man ein ganzes Volk eines Landes, dann ist es gewissermaßen so, als hätte man es ausgelöscht. Deswegen haben die Götter, bevor sie das Bannsiegel erschufen, Nachfahren auserwählt und ihnen aufgetragen, in die hohen Gebirge zu fliehen, um dort eine neue Zivilisation zu gründen. Diese Nachfahren waren eure Vorfahren. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen, und wäre Ganon nicht wieder auferstanden, dann wäre auch Hyrule niemals aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Tetra, tritt vor mich. Dieser Halsschmuck, den du trägst, ist das Triforce der Weisheit und ein seit jeher überlieferter heiliger Familienschatz des Königshauses. Deine Mutter hat ihn dir mit der Bitte überreicht, stets gut auf ihn aufzupassen. Oder täusche ich mich etwa? Entschuldigung, ich musste gehen.
Dieses Drehforce selbst ist Teil der Kräfte der Götter, die wir so sehr von Ganondorf zu bewahren versucht haben. Die Götter haben es deinen Vorfahren anvertraut und ihnen aufertragen, es vor der Macht des Bösen zu verteidigen. Und du musstest diesen Kodex aus alten Tagen entsprechend aufwachsen. Lass mich dir offenbaren, warum. Eidedaus hieß eine Prinzessin. Prinzessin Zelda. Ich. In deine Adern fließt das Blut der Königsfamilie von Hyrule. Du bist die legitime Thronerbin dieses Landes. Du bist Prinzessin Zelda. Zelda? Ich bin eine Prinzessin? Deine Verwirrung ist nur allzu verständlich. Von Lö her, ich bin untröstlich, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Aber jetzt, wo er weiß, dass Tetra in Wirklichkeit Zelda ist, wird Garno alles daran setzen, sie zu finden, um sich der Kräfte der Götter zu bemächtigen. Wenn es erst soweit kommt, ist nicht nur Hyrule verdammt, sondern auch deine Welt wird für immer im Finsternis gestürzt. Fonnoer, bitte hilf mir noch einmal. Ich hege einen starken Verdacht, was der Grund für die Schwächung des Masterschwertes sein könnte. Bitte kehre wieder mit mir auf die Welt oberhalb des Meeres zurück und verhilf dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke des Bösen zu verbannen. Zelda. Es wäre zu gefährlich für dich, dich unsere Sachen anzuschließen. Glücklicherweise weiß Gar noch nicht von diesem Ort. Bitte verweile hier und erwarte unsere Rückkehr. Von Nö, brechen wir auf. Ich bin leider nicht so gut mit Worten, aber es war meine Schuld, dass du und Aerith so viel Leid erdulden musstet. Verzeih mir bitte. Na, Schnee von gestern. Von mir her. Bitte pass auf dich auf. So, und somit sind wir sogar schon wieder bei 19 Minuten. Wir sind schon wieder fast fertig hier. Und einmal die Prinzessin einsperren. Kamera lasse ich mal noch aus. Ich weiß nicht, ob jetzt nochmal was kommt. Von Höhe, lausche aufmerksam meinen Worten. Dass das Masterschwert die Stärke verloren hat, das Böse zu verbannen, kann nur eines bedeuten. Den Weisen, die als Medien zu den Göttern fungieren und deren Kraft das Schwert speist, muss irgendetwas zugestoßen sein. Die beiden Weisen befinden sich im Zephir-Tempel im Norden und im Terra-Tempel im Süden Hyrules, wo sie jeweils den Göttern ihre Gebete darbringen. Du musst diese beiden Tempel aufsuchen, herausfinden, was den Weisen zugestoßen ist und dem Schwert wieder seine alte Stärke zurückgeben, das Böse zu verbannen. Leider verhindert der Bannkreis, den Ganon hier in Hyrule errichtet hat, dass du die Tempel von hier aus aufsuchen kannst. Allerdings gibt es hier einen weiteren Eingang zu den Tempeln, und zwar hoch oben in den Bergen, und diese Berggipfel sind nun oberhalb des Meeres zu Inseln geworden. Die beiden Orte habe ich dir wie üblich auf deiner Seekarte eingezeichnet. Also dann, wenn wir hier noch länger verweilen, erfährt der Feind noch, wo sich Zelda aufhält. Lass uns unverzüglich auf die Oberwelt zurückkehren. So.
Und wir lassen uns erstmal wieder zurückkehren zur Wirklichkeit. Dieser Teil ist vorbei. Leider hauptsächlich Video und vorgelesen, aber na gut, gehört dazu. Ist die Geschichte. Da ich danke euch fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo, wenn ihr weiter sehen wollt, wie es weitergeht übermorgen. Und ja, bis dahin viel Spaß noch auf YouTube und danke fürs Gucken. Bis dann. Tschüss.